Jo, Leute, ich bin gerade kurz davor, einen Spawner zu finden, hoffe ich zumindest. Weil ich höre ja Zombies ganz viele. Und ja, wie ihr sicherlich am Ende der letzten Folge gemerkt habt, sind hier sehr viele Entities hier oben. Ich gucke mal hier auf E, ne? Also nicht wundern. Und da müssten sie irgendwo sein. Oder? Immer wo man hinguckt. Aber wo? 11? 24. Also vielleicht hier. Ich höre die doch genau hier irgendwo. Ah. Mann, es hat ja wieder lang gedauert. Zum Glück habe ich so eine schnelle Spitzhacke. So. Also es sind auf jeden Fall mehr. Es war nicht nur der eine. Hä? Wo sind denn hier noch mehr? 37? Na gut, jetzt liegen ja die ganzen Cobblestones rum. Die zählen ja auch als Entity. Oh Mann, ich habe gerade so gehofft, ich habe gerade mehrere Zombies gehört, dass hier so ein scheiß Spawner ist. Ich höre die auch noch ganz leise. Irgendwo. So, komm her. Enderperle eingesackt. Gut, shit, ich brauche Kohle. Die hole ich mir von hier. So, und ich brauche vor allem auch Essen, ne? Shit, Alter, ich habe kein Essen mehr. Na gut, ich habe noch Weizen. Doch, ich habe noch rohen Lachs, genau. Komm, da schlage ich hier mal ein Camp auf und schmeiß das hier mal rein. Wir haben auf jeden Fall hier noch viele unerkundete Höhlen, also wir können es noch schaffen, einen Dungeon zu finden. Ich habe ja auch schon so ewig gebraucht für dieses scheiß andere Ding, also hier für die Mine. Es hat auch schon so lange gedauert, Alter. Was ist denn das nur für eine Scheiße immer? Ganz ehrlich. Ich höre die ganze Zeit nur noch Zombies, Alter. Ja, hier kommen Kobbel können raus. Können wir hier hinsetzen. Und hier sind jetzt irgendwo Zombies, ne? Oder? Oh, ich würde mal so gerne hier durchgucken, aber ich kann gerade nicht, weil ich zu wenig Kohle habe. Komm hier. Ich nehme jetzt erstmal einen ganzen Stack mit hier. So viel Kohle, das müssen wir nutzen. Alter. Kriegst aber auch schnell zusammen, ne? Jetzt haben wir schon wieder 46, Alter, das ist so geil. So. Sticks. Dann am besten noch so Sticks. Warte, ich mach das so. Da haben wir gleich einen Stack. Ist immer das Beste. So, okay. Also einen Ofen könnten wir uns eigentlich auch neu craften, den brauche ich gar nicht mitnehmen. Aber da brauche ich keine Crafting Table mitnehmen, ne? Weil Crafting Table an sich brauche ich ja gar nicht so oft. Alter, was ist denn das nur für eine Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein, dass hier nirgendwo Zombies sind. Da oben sind irgendwie welche noch. Also irgendwelche Monster. Wartet mal, ich mach mal hier F3 immer aus. Das stört mich manchmal. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Was soll denn das? Vor allem habe ich kaum noch Essen. Alter, was ist das denn hier? Das Geräusch kenne ich ja gar nicht. So. Ne, ich meine jetzt hier nicht in Minecraft übrigens, sondern in Real Life. Ja, doch, jetzt kenne ich das Geräusch schon.
Okay. Ach, dass die Dinger aber auch immer so laut sein müssen. Ja. Das ist schlimm. Vor allem, wie laut das ist. Ich hab's Fenster zu. Wo kommen die her? Ist die Frage, ne? Der kam jetzt von hier. Wo kann der hergekommen sein? Hier hinten, ne? Alter. Komm, ich töte den erstmal. Wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht ja was Gutes, endlich mal. Hä, wo ist er hin? Der war doch hier, an dem Kackstift. Ach, da. Immer noch nicht. Das kann es doch nicht sein. Das muss doch irgendwann mal kommen. Hä? Ich hoffe ja immer darauf, dass hier ein Zombie-Spawner kommt. Aber das Problem ist, dass die Zombies ja auch, wenn sie Schaden kriegen, andere Zombies herbeibeschwören. Und die dann immer in der Nähe spawnen, ne? Und das ist halt das Problem. Da weiß man nie, hat man jetzt einen Spawner hier irgendwo. Aber ich glaube, weil da immer nur ein Zombie kommt, ist das kein Spawner. Da ist es tatsächlich so eine Beschwörung dann immer. So. Ach komm schon, wir sind schon wieder bei 7 Minuten fast und haben immer noch nichts, ey. Was soll denn das nur? Vor allem, wir haben schon 32 Level. Weg mit dir. Ich weiß, da war gerade irgendwo Gold. Aber hey. Hier ist so ein komisches Wasserbecken. Hauptsache, die findest du, weißt du? Irgend so ein Scheiß, was du nicht brauchst. So. Hier ist das auch nicht. Ohne Witz, ey. Was soll das? Ich brauche einen Scheiß. Ich brauche doch einen Scheiß Dungeon, Alter. Das gibt's nicht. Aha. Ist hier vielleicht ein Dungeon in der Nähe? Muss ich doch gleich mal gucken. Zwei. Ne, warte, hier oben. Null. Überall. 5, 1, 0. Da sind ein paar. Wieso sind da vier? Das sind Höhe 28, ne? Hier sind mehr irgendwie. Ist hier vielleicht so ein Spawner? Ich höre nichts. Jetzt haben wir auch wieder nur drei Entities. Wir haben mal 11. Das sind jetzt die Steine hier. Naja. Ich muss mich wohl wieder damit zufrieden geben, dass ich nichts finde. Geil, Alter. Wir sind jetzt in Folge 36 und ich habe immer noch nicht einen scheiß Dungeon gefunden. Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist aber auch eine Scheiße, ey. Ohne Witz. Vor allem, wie ich ja schon mal gesagt habe, gell, ich habe ja einen Wüstentempel gefunden. Ich habe zwei Dschungeltempel gefunden. Wo es ja eigentlich nur heißt, du brauchst nur einen davon zu finden. Aber nein, ich finde natürlich alles Mögliche, nur kein Dungeon. Warum auch? Warum habe ich vor allem hier schon mal gebohrt? Ach so, das war gerade, ne? Stimmt.
Nein, oh, jetzt kommt auch noch so eine scheiß Hexe hier. Alter, das gibt's doch nicht. Ich denke mal, in der nächsten Folge gehen wir definitiv aus der Höhle raus. Ich habe keinen Bock mehr. Wir haben ja ganz viel erkundet. Irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr, ey. Ich brauche aber jetzt Karotten unbedingt. Die brauche ich jetzt sofort eigentlich. Ich brauche die für die Schweine, ich brauche die für den Trank. Und für die goldene Karotte habe ich gleich drei Ziele, wenn ich nur eine scheiß Karotte kriege. Gut, dauert natürlich dann noch ein bisschen, die Schweine dann anzulocken. Und natürlich auch die Karotten noch zu vermehren, das ist klar. Aber das sind alles Aufgaben, wo ich weiß, das schaffe ich innerhalb von einer kurzen, abgegrenzten Zeit, ja. Und so irre ich ja ewig rum und weiß nicht, was wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch 10 Folgen dauert oder noch eine Folge oder was, ja. Und das regt mich einfach nur auf. Und so kann man Sparks Challenge auch nicht schaffen. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Na komm schon. Als ob, Alter. Jetzt bin ich ja noch in einem scheiß Mesa-Biom. Ist es dein Ernst? Hauptsache, ich finde keinen Spawner. Ja, geil, Alter. Weißt du, einen Spawner finde ich nicht am Mesa-Biom. Das brauchen wir ja auch hier, ne? Geil. Wo sind wir denn hier von Koordinaten? Achso, wir sind ja übers Portal her, stimmt. Ich glaube, ich latsche dann einfach mal so nach Hause oder ich gucke einfach mal hier, was es hier gibt. Vielleicht finden wir ein Dorf, ja? Wäre zumindest realistisch, wenn wir jetzt hier eine Wüste finden würden und da ein Dorf dann. Ja. Ich kann da nochmal kurz gucken. Mesa-Biom kann ich jedenfalls überhaupt nicht gebrauchen, Alter. Ohne Witz. Die Leute in Craft Attack, die haben sich so gefreut, als sie dann endlich das Mesa-Biom gefunden hatten. Nach ewiger Sucherei. Aber ich brauche das ja einfach nicht, ja. Es ist so. So. Da hinten noch Zuckerrohr, das brauche ich auch nicht mehr. Diese Mesa-Biome sind auch immer so riesig, ne? Wenn du mal eins findest, hast du gleich 10 Milliarden Kilometer. Hm. Oh, ich hab gleich kein Essen mehr, ey. Muss ich verrottetes Fleisch essen dann? Ah, nee. Das kann doch echt nicht wahr sein. Dass man hier nichts in irgendwie geschenkt kriegt. Man muss alles hier sich hart erkämpfen. Und vor allem ewig. Es dauert so ewig. Warte mal, war da Cobblestone? Nee, ist Kies. Vielleicht finden wir hier einen Dungeon. Ich hoffe wirklich immer noch drauf. Ja. Wahrscheinlich ist es nur so ein scheiß Loch nach unten, wo du dich dann wieder hochstecken musst. Ja, genau, jetzt geht's hier wieder hoch und dann, ja, genau, eine Sackgasse. Genau das brauche ich. Muss jetzt ja auch noch den scheiß Wasserfall hochschwimmen. Ja gut, ich hätte es auch schneller gekonnt, indem ich mich einfach hochgebaut hätte. Aber ist jetzt egal. Ich gehe hier rüber. Na, Alter, ich dachte, ich falle schon wieder runter. Aber zum Glück nicht. So, dann mal hier hochbauen mit dem Zeug. So, zack. Ach, noch ein paar Sekunden. Komm, ich laufe nochmal hier. Ah, da hinten. Ist da Wüste? Ja, da ist Wüste. Ja, komm, die erkunden wir dann in der nächsten Folge. Die hebe ich mir auf. Da freue ich mich schon. Wenn da ein Dorf drin ist, das wäre so geil.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich verabschiede mich jetzt erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hier vorne ist auch noch eine Höhle, die auch noch interessant wäre, sicherlich, ne? Hier die. Da ist ein Skelett. Na, vielleicht ist ja hier was Gutes. Ich stelle mich einfach mal hierher und verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Sparks Challenge. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen. Haut da rein. Ne, bis übermorgen. Haut da rein und ja, tschüss.